Wer früher keinen Bock auf Bundeswehr hatte, der machte einfach Zivildienst. Der Wehrpflichtige ist berechtigt, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Wer heute keinen Bock auf Bundeswehr hat, der wird Verteidigungsministerin. Christine Lambrecht hatte bösen Zungen, die ihr immer wieder Integrität, Fähigkeit oder sogar Ambitionen unterstellten, entschlossen den Kampf angesagt. Keine leichte Aufgabe, aber sie hat sie gemeistert. Ob mit den 5000 ausgemusterten Helmen für die Ukraine, mit ihrem Urlaubsflug mit Sohnemann im Bundeswehrhubschrauber, mit ihrer profunden Kenntnis von militärischem Gerät. Natürlich ist es beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein Panzer. Ihrem respekteinflößenden Auftritten oder ihrem sensiblen Umgang beim Thema Öffentlichkeitsarbeit. Nun ist sie trotzdem weggetreten. Entschuldigung, zurückgetreten. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir länger willkommen sind. Bei der Truppe ist die Trauer groß. Wir setzen darauf, dass die SPD bald einen würdigen Nachfolger findet, welcher, oder vor allem welche, die bisherige Erfolgsgeschichte der letzten Verteidigungsministerinnen fortsetzt und aller Welt klar macht, von Deutschland geht für nichts und niemanden eine Gefahr aus. Außer für sich selber. Und das soll natürlich so bleiben. Unsere Vorschläge für die Nachfolge. Dieser durchaus fähige Kantenbrot. Diese ambitionierte chinesische Winkelkatze. Oder dieser idyllische Meterfeldweg. Es kann nur besser werden mit dem Fachpersonal der Ampelregierung.